Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Folge The Great War Western Front. Hier ist euer Don Firenze und ich hoffe, ihr habt schon abonniert. Es würde mich extrem freuen. In der letzten Zeit habe ich ein paar Abonnenten dazu gewonnen und ich verfolge keine größeren Ziele, aber es motiviert natürlich schon ein bisschen. Da hat man nicht das Gefühl, man redet nur für sich und ihr bleibt dran. Was ich bei diesem Spiel absolut das Gefühl habe, was mich eigentlich wundert, weil witzigerweise ist es ja eher so eine Art Brettspiel, wenn man so will. Aber ich habe hier doch ganz gute Zuschauerzahlen und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank. Ja, letzte Folge haben wir damit beschlossen, zu überlegen, was wir hier machen. Ich werde mal auf die Bomber warten, weil der liebe Fuchs hat ja gesagt, dass die so besonders gut sind. Und das Risiko wollte ich einfach eingehen, dass man hier sagt, okay, können wir da gut angreifen. Wir sind jetzt im Winter, das ist Warten auf natürlich Befehle. vielleicht nicht so prickelnd, aber es gibt keine Gebietsmodifikatoren. Und insofern, er hat hier nichts verstärkt, sodass ich direkt, nachdem ich das hier gelesen habe, die Katastrophe von Halifax, der mit Kriegsmunition beladene französische Fracht der SS Mont Blanc stieß im Hafen von Halifax im kanadischen Nova Scotia mit dem norwegischen Schiff SS Imo zusammen. Die daraus resultierende Explosion war meilenweit zu hören und soll eine Sprengkraft von 2,9 Kilotonnen TNT erreicht haben. Ungefähr 2000 Menschen wurden durch die Detonation oder in den einstürzenden oder brennenden Gebäuden getötet. In einem Radius von über einem halben Kilometer wurde das Stadtgebiet dem Erdboden gleichgemacht. Die durch die Explosion hervorgerufene Flutwelle radierte mehrere Dörfer im Bereich von Thefts Cove aus, zu denen auch eine Siedlung der indigenen Imka gehörte, die dort seit Generationen gelebt hatten. Die anschließenden Rettungsmaßnahmen wurden außerdem durch einen Schneesturm behindert. Ja. Natürlich nicht so prickelnd. Bereit machen. Aber guck mal, ich werde jetzt hier von dem Geld, das wir hier bekommen haben, erstmal noch einen Flughafen bauen. Und auch ein Feldlazarett. Das scheint mir sinnvoll an der Stelle. Wir können nämlich Ballonstechen freischalten. Das will ich jetzt auch noch machen. Und damit wären wir dann wirklich gut aufgestellt, meiner Meinung nach, und würden hier den Angriff, warum er uns hier im Patt, vielleicht liegt es am Gebiet, aber wir werden versuchen natürlich, hier mehr als ein Patt rauszuholen und einen großen Sieg zu erringen. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Es waren keine Gebietseinschränkungen irgendwie klar, sodass wir Panzer und Ballons gleich einsetzen können. Aber schaut mal, dieses Gebiet, das kennen wir schon vom letzten Mal. Das ist nicht ganz ohne. Das war das übrigens, wo ich meine Panzer gerade verloren hatte in der letzten Folge. Könnt ihr mal reingucken, war jetzt nicht kein ruhmreiches Kapitel. Kann ich euch sagen. So. Ja. Gut, ich denke mal, damit können wir arbeiten. Panzer, wir werden es genauso wieder machen. Sturmpanzerverstärkung macht Meldung. Und die hier aufstellen. Na, guck mal, wir haben hier keine Elite-Infanterie. Das ist schon mal nicht so ganz ohne, weil die sind natürlich ganz gut. Dann werde ich Verstärkung auf macht alle Meldung. Fälle Verstärkung bereit. zwei hier reinhauen. Und damit machen wir Wir den kommen wohl zu Rest. spät zur Party. Natürlich, der Zähle Vorteil mich zum ist, Dienst. sie sind günstiger und wir können natürlich dann Verstärkung macht Meldung. Nachschub ordern, wie wir Verstärkung lustig bereit. sind. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir Eins, kommen wohl zwei, zu spät zur drei. Party. Hier, 5, Melde mich zum 6, Dienst. 7. Dann haben wir noch für ein bisschen Artillerie. Damit decken wir das voll ab. Mannschaften bereit!
Und das? Seid bereit, Jungs! Er hat jetzt ein bisschen durch die Nase gesprochen, oder habe ich mich, täusche ich mich da? Ich glaube, so können wir es machen. Und dann werden wir noch ein paar MG-Nester aufstellen. Jawohl. Gut, das muss reichen. Alle Einheiten draußen. Die Ballons dürfen wir natürlich nicht vergessen. Werden wir auch wieder zwei machen. Ja, und das würde ich sagen, war es an der Stelle. Wir werden die Schlacht beginnen, wenn die Frauen in den Fabriken die Arbeit nur 20 Minuten lang niederlegen würden, hätten die Alliierten den Krieg verloren. Tja, das ist mal ein Lob. Das berühmte schwache Geschlecht, was natürlich gar nicht so schwach ist. Ganz im Gegenteil, ne? So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier Bomber. Bombenangriff, Ballonstechen. Ja, er hat zwei Feldbatterien. Bereit für Ballonstechen-Mission. Für Bombenangriff. Jetzt guck mal erstmal. Bereit für Feuerbefehle. Granaten für leichte auf diese Stellung. Ladet sie nach. Für Sperrfeuerwalzer einleiten. Da kommen auch schon unsere Flugzeuge angeruddelt. Gucken wir mal, ob der den Ballon wegholt. Wo fliegt ihr hin? Ich hatte gedacht, ihr... Okay, also ballonmäßig sind sie da nieder. Jetzt können wir mal gucken. Was jetzt hier passiert? Hallo? Okay, das ist ordentlich. Eine Mischung. Was, hat er jetzt nur eine weggemacht? Hallo? Na gut, er dreht noch eine Runde. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen. Position und Feuerwalze vorbereiten. Waffen abfeuern. Mannschaften bereit. Wir haben unsere Ziele. Der Reichsfeuerwalze. In der Zwischenzeit würde ich sagen, wir feuern da schon noch mal ein bisschen drauf. Feuer! War das wirklich alles? Also einmal probiere ich es noch, einfach des Probierens wegen. Feuert auf diese Stellung!
Bomber für schwere Bodenziele aufmunitionieren. Okay, jetzt fliegt er zumindest mal in die richtige Richtung. Oh mein Gott. Bereit für Koordinaten für Feuerwalze prüfen. Ich befürchte, das war ein Schlag ins Gesicht. Ladet sie nach. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Alle Waffen abfeuern. Also wir haben bis jetzt ein... Das hätten wir wahrscheinlich aber auch mit 3, 4 von den Kanonaden. Wenn er jetzt das Ding da wegmacht mit einem Bums, dann ist okay. Okay, Achtung. Okay, eine halbe. Positionen vorbereitet für Feuerwalze. Wir haben unsere Mannschaften bereit befohlen. Okay, er macht noch eine. Okay, naja, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Aber man kriegt es auch ohne hin, muss man mal ehrlich sagen. Ne? Ich glaube, billiger ist fast das hier. Glaube ich. Klobig. Wenn er jetzt allerdings noch eine wegrotzt, dann ist es... Feuerwalze einleiten! Für Sperrfeuerwalze laden! Alle Waffen abfeuern! Okay. Positionen Sperrfeuerwalze befohlen. Wir haben unsere Ziele. Mannschaft auf Feuerwalze vorbereiten. Feuer! Seid bereit, diese Position mit Sperrfeuer belegen. Feuert auf diese Stellung. Bereit für Feuerbefehle. Feuerwalze laden. Feuerwalze einleiten. Ladet sie nach. Sperrfeuer befohlen. Alle Waffen abfeuern. Positionen vorbereiten für leichte Sperrfeuer laden. Wir haben unsere Ziele. Okay. Mannschaft, Koordinaten für Feuerwalze prüfen. Feuer! Ach Scheiße, was ist denn das hier? Seid bereit, Jungs. Sperrfeuerwalze laden. Feuert auf diese Stelle. Bereit für Sperrfeuerwalze befohlen. Es ging voll daneben. Feuerwalze einleiten. Ladet bereit für Feuerwalze. Alle Waffen abfeuern. So. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Wir haben unsere Ziele. Mannschaft Sperrfeuer befohlen. Feuer! Was passiert hier unten? Seid bereit, Feuerwalze klar machen! Feuert auf diese Stelle! Bereit für Feuerbefehle! Für leichte Sperrfeuer laden! Für Sperrfeuerwalze Feuerwalze einleiten! Auf Feuerwalze vorbereiten! Position Sperrfeuerwalze befohlen!
Okay, da kommen wir nirgendwo mehr hin oder ran. Okay, das sollte jetzt dann gewesen sein. Dann können wir hier oben dann alsbald in den Angriff gehen. Diese Position bereit. Mit Sperrfeuer Feuer. Belegen. Seid bereit, Jungs. Sperrfeuer befohlen. Feuert auf diese Stellung. Bereit für Feuerbefehle. Für Bereichsfeuerwalze laden. Feuerwalze einladen. Leitet sie nach. Granaten für leichte Sperrfeuer laden. Alle Waffen abfeuern! Positionen Koordinaten für Feuerwalze prüfen. Unsere Ziele. Okay, das sollte es dann gewesen sein. Jawohl. Ach, hier hinten, guck mal, ist noch eine Granatstellung. Hab ich gar nicht gesehen. Feuer. Laden. Seid bereit, Jungs! Bereit für Feuerwalze. Können wir da noch was beharken? Feuert auf diese Stellung. So ein bisschen anschwächen ist immer ganz gut, finde ich. Guck mal, da ist auch noch eine. Die hatten hier ganz schön aufgerüstet. Die habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht holen wir mal noch einen Bomber. Bomber bereit machen. Weil wir es können einfach und weil wir die Zeit drängt. Vielleicht haut er da gleich was weg. Diese Position bereit. Mit Sperrfeuer belegen. Feuerwalze einleiten. Seid bereit, Jungs. Feuerwalze klar machen. Alle Waffen abfeuern. Also wirklich fliegen tut das Ding nicht, ne? Mal gucken, wer schneller ist. Wir oder der Bomber. Sind's egal, dann soll er da halt... Keine Ahnung. Ladet sie nach! Positionen vorbereiten! Vorbereiten! Was macht der? So dumm kann keiner sein! Mannschaften bereit! Für leichte Sperrfeuerladen! Der hat doch jetzt keine einzige Bombe abgeworfen, oder? Sehr strange. Seid bereit für Sperrfeuerwalze einleiten! So. Okay, nur aber. Bereit. Setzt sie unter Dampf. Bereit für Befehle. Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben. Achtung! Wir halten hier die Stellung. Wir haben neue Befehle. Diese Stellung gehört uns. Warte auf Befehle. Vorwärts. Rückt zu dieser Position vor. Wir brechen auf. Bereit für Feuerbefehle. Feuerwalze abfeuern. Bereit machen. Befehle los gehen geht's. Ein. Ladet sie nach. Koordinaten für Feuerwalze prüfen. Positionen vorbereiten. Gassalve bereit machen. Mannschaften bereit. Bereit setz für sie Befehle. Unter Dampf. Vorwärts! Seid bereit, Jungs! Bereit für Feuerbefehle! Sperrfeuerwalze für unsere Ziele! Bereit!
Rückt zu dieser Position vor! Wir brechen auf! Los geht's! Setzt sie unter Dampf! Vorwärts! Ladet diese Position mit Sperrfeuer belegen! Feuer! Okay. Warte auf Befehle! Rückt zu dieser Position vor! Wir brechen auf! Bereit machen! Befehle gehen los ein. Geht's! Setzt sie unter Dampf! Position auf Gasgranaten vorbereiten! Feuert auf diese Stellung! Bereit für Befehle! Bereit! Vorwärts! Rückt zu dieser Position vor! Wir brechen auf! Los geht's! Mannschaft, gefällt mir gar nicht. Feuerwalze einleiten! Seid bereit, Jungs! Warte auf Befehle! Setzt sie unter Dampf! Bereit machen! Vorwärts! Rückt zu dieser Position vor! Wir brechen auf! Irgendwie schießen die jetzt nicht gut. Befehle gehen ein. Bereit für Feuerbefehle für leichte Sperrfeuer laden. Wir haben auf alle Fälle mal die zwei nachführen hier. Und die zwei auch. Grabt euch ein, Jungs. Bereit für Befehle. Setzt sie unter Dampf. Vorwärts. Rückt zu dieser Position vor. Wir brechen auf. Los geht's. Setzt sie unter Dampf. Alle Ziele. Vorwärts. Rückt zu dieser Position vor. Okay. Bereit. Das haben wir. Warte auf Befehle. Bereit machen. Du gehst mal bitte zurück. Und Befehle, du bitte auch. Du bringst uns leider auch nichts mehr. Bereit für Befehle. Wir brechen auf. Scheinbar hat er trotzdem noch irgendwo eine Ari, die wir übersehen haben. Warten auf Befehle. Los! Das wird jetzt spannend. Der muss hier hinten irgendwo noch eine Ari haben, die wir nicht sehen. Position bereit. Bestätigt. Los geht's. Bereit machen. Bewegt euch! Ladet sie nach! Bereit für Feuerwalze! Pause, machen wir mal eine Pause. Feuerwalze, klar machen unsere Ziele! Okay. Wir halten hier! Warte, setz sie unter Dampf. Bereit für Befehle. Bereit machen. Vorwärts. Rückt zu dieser Position Befehle vor. Befehle gehen ein. Warten auf Befehle. Bereit wir für Befehle. Wir brechen auf. Irgendwo hatte noch eine Batterie stehen. Und die hat unsere Panzer nicht so nett behandelt, wie wir das gerne hätten. Bereit machen! Mannschaft für Sperrfeuerwalze laden! Achtung! Feuerstellung ein! Wir haben neue Befehle! Auf der Feuerstufe wir haben bereit neue machen! Befehle. Seid bereit, auf Jungs! Feuerwalze vorbereitet diese Stellung! Und da ist sie auch schon. Vorwärts! Rückt zu dieser Position vor! Wir brechen auf! Warten auf Befehle. Die Arme hoch, warte auf Befehle. Los geht's. Setzt sie unter Dampf. Unser Ziel steht fest. Vorwärts. Rückt zu dieser Position vor. Wir ergeben uns.
Wir brechen auf. Bereit für Feuerbefehl. Feuerweite einladen. Bereit machen. Bereit Spend machen. Die weiße Fahne an der Linie. Achtung. An die Linie. Die Waffen niederlegen. Neue Befehle geben. Wir halten hier die Stellung. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen. Wir haben neue Befehle. Warten auf Diese Befehle. Diese Stellung gehört uns. Warten auf Befehle. Bereit machen. Nehmt den Graben ein. Achtung. Okay. Linie bemannen. Wir können hier nicht gewinnen. Ladet sie nach! Sperrfeuerwalze! Positionen vorbereiten! Alle Waffen abfeuern! Die Arme hoch, Jungs! Bereit für Befehle! Positionen einnehmen! Bereit machen! Auf der Feuerstufe bereit machen! So, jetzt müssen wir doch ein paar Gesellen nachführen. Verstärkung macht Meldung! Wir ergeben uns! Verstärkung bereit! Wir ergeben uns, Schaften, bereit für Feuerwalze prüfen. Seid bereit, Jungs. Für Feuerwalze. Feuer! Schwenkt die weiße Fahne. Na komm, macht sie halt weg. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Ja, okay, endlich. Neue Befehle gehen ein. In Stellung gehen. Grabt euch ein, Jungs. Gefechtsbereit. Achtung! Wir müssen diese Stellung halten. Okay. Das müssen sie jetzt aber schaffen. Nicht schießen! Kommt. Die Generäle okay, das ist gut. Haben. Das Wir ist haben gut. Befehle. Kolonne bilden! Wir haben neue Befehle. Bewegt euch! Auf Feindbeschuss vorbereiten! In Stellung gehen! Ladet sie nach! Feuerwalze einleiten! Erhalten neue Befehle! Wir müssen los! Warten auf Befehle! Bereit an der Linie! Bereit machen! Achtung! An die Linie! Wir haben neue Befehle! Jetzt aber Stellung einnehmen! Wir haben neue auf Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Angriff! Warten auf Befehle! In Stellung gehen! Positionen vorbereiten. Feuerwalze klar machen. Oh, hier ist auch was Alle passiert. Waffen abfeuern. Bereit machen. Bereit an der Linie. Achtung. An die Linie. Wir haben neue Befehle. Ausrücken. Warten auf Befehle. Wir müssen los. Wir haben neue Befehle. Mannschaften bereit. Wir haben unsere Ziele. Warten auf Befehle. Okay. Das war gut. Bereit machen. Bereit machen. Wir sind unterwegs. Achtung. Wir halten hier. Seid bereit, auf Feuerwalze vorbereiten. Da kommen wir leider nicht hin. Feuerwalze laden! Feuer! Wir haben neue Befehle. Feuer! Wählt eure Ziele!
Wir haben neue Befehle. Feuer, Männer! Feuer frei! Das wird jetzt hektisch. Warten auf Befehle. Reihen schließt euch! Wir rücken jetzt aber von unten auch rein, weil es bringt jetzt nichts mehr. Wir müssen jetzt Gas geben. Ladet sie nach. Sperrfeuerwalze befohlen. Okay, da können wir nichts machen. Feuert auf diese Stelle. Aber vielleicht hier. Achtung! Angriff! Feuer! Wir haben neue Befehle. Wählt eure Ziele! Das ist zu viel! Rückzug! Wachsam bleiben, Feuermannschaft! Positionen vorbereiten! Reichsfeuerwalze laden! Feuerwalze einleiten! Wir haben neue Befehle! Granaten los! Mannschaften bereit! Alle für Feuerwalze prüfen! Seid bereit, Jungs! Diese Position wir mit Sperrfeuer belegen! Ziele. Achtung! Angriff! Die Arme hoch, Jungs! Warten auf Befehle! Bereit machen! Achtung! Feuermänner! Wir ergeben uns! Wir sind verloren! Wir haben neue Diese Befehle! Diese Stellung gehört uns! Bereit für Feuerbefehle! Das ist natürlich nicht so tolle. Jetzt weiß ich, warum das auf den Putt hinauslaufen könnte. Wir haben neue Befehle. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir so viele Leute herkriegen. Hier können wir noch ein paar abziehen. Wir müssen los. Noch da oben. Und jetzt hier. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Schwenkt die weiße Fahne! Die Waffen niederlegen! Bereit machen! Ausrücken! Achtung! Rückzug! Wir haben neue Befehle. Zum Gefecht verteilen! Wir haben neue Wir Befehle. Wir sind unterwegs. Feuerstellung einnehmen! Warten auf Befehle. Tja, wir können keine Unterstützung mehr geben. Es wird wahrscheinlich tatsächlich auf den Putt hinauslaufen. So ein Mist. Das ist zu viel! Wir können hier nicht gewinnen! Nee, wir können hier nicht gewinnen. Bereit machen! Auf der Feuerstufe bereit machen! Die Arme hoch, Jungs! Zurück nach hinten! Wir ergeben uns! Schwenkt die weiße Fahne! Die Waffen niederlegen! Oh Scheiße, hier unten werden wir total zusammengeschossen. Achtung, bewegt euch! Ja, Leute! Dann würde ich sagen, wir stellen mal das Feuer ein. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Putt war gut errechnet von der KI. Aber ich glaube, das darf auch mal vorkommen. Wir haben nur einen wichtigen Sieg errungen. Immerhin haben wir Punkte wahrscheinlich bei ihm abgezogen. Das ist auch was wert. Da brauche ich erstmal einen Beruhigungstee. Ein Beruhigungstee. Shitty Crum. Shitty Crum Pang. Wir kriegen jetzt aber mehr Goldreserven, 4 Runden lang. Das ist auch ordentlich.
Ja, wir waren vielleicht nicht so gut vorbereitet, wie wir hätten sein sollen. Wir haben neue Befehle. Wir müssen los. Neue Befehle gehen ein. Wir haben neue Befehle. Befehle gehen ein. Warten auf Befehle. Warten auf Befehle. Los! So. Wir werden jetzt erstmal Nachschub kaufen müssen, so wie es aussieht. Ja, und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Runde weiterzumachen. Hilft ja nichts. Das machen wir automatisch. Er greift uns wo an? In Bar-le-Duc. Von Bar-le-Duc greift er Saint-Menut an. Ja, das berechnen wir automatisch. Beide minus 8. Okay, krass. Eine Niederlage. Tja, Leute. Wir werden trotzdem das, wir haben nur eine Niederlage, ne? Sehe ich das richtig? Nur eine Niederlage. Hier hat er uns gar nicht angegriffen. Aber er hat hier auch aufgestockt. Und ich wäre fast geneigt, dann nochmal noch einen Versuch zu wagen. In der nächsten Folge. Kleine Niederlage sogar. Na gut, da haben wir nicht mal Nachschub, ne? Ich vorschlage, gehen wir hier mal rein und wir kaufen uns gleich nochmal Nachschub. Patt. Mhm. Tja, Saint-Menut. Hier wird mir einen kleinen Sieg erringen. Macht auf alle Fälle Sinn, das so zu machen. Er hat da schon ein paar gute Einheiten zu stehen, ne? Ja, wisst ihr was? In der nächsten Folge probieren wir es noch einmal, weil es sich einfach lohnt, da eventuell nochmal reinzugehen. Und ihr dürft ja eins nicht vergessen, hätten wir am Anfang jetzt, hätten wir das nicht mit den Bombern gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich sogar gesiegt. Und ich werde jetzt trotzdem hier die Betongrube machen und mich dann einfach hier diesen Giftgasangriff. Senfgas tötet wahrscheinlich sogar. Ja, also in der nächsten Folge werden wir nochmal angreifen und dann sehen wir, was passiert. Macht's gut, bis dann, euer Don Firenze.